ältesten Instrumente überhaupt. Ein Zupfinstrument. Die wunderbaren Klänge entstehen, indem du die Saiten der Harfe zupfst. Damit du die richtigen Töne auf der Harfe noch leichter findest, sind die Saiten bunt. Und jetzt zeige ich dir noch etwas ganz Besonderes. Wenn du mit dem Zeigefinger so über die Saiten fährst, klingt das wunderbar. Das Schöne an der Harfe ist, dass du dich selbst begleiten kannst. So kann die rechte Hand eine Melodie spielen und die linke Hand kann in den tiefen Saiten begleiten. Und natürlich kann man auch mit allen anderen Instrumenten gemeinsam spielen und zusammen musizieren. Es gibt ganz verschiedene Harfen. Das ist eine keltische Harfe. Sie ist kleiner und leichter zu transportieren. Ziemlich praktisch für Konzerte. Kinder und natürlich auch Erwachsene beginnen gerne auf einer keltischen Harfe. Diese Harfen haben hier oben Klappen oder Haken, mit denen man die Töne tiefer oder höher stellen kann. Dann gibt es zum Beispiel die Volksharfe. Die ist schon etwas größer, hat mehr Saiten und keine Klappen. Stattdessen hat sie unten Pedale. Die roten Saiten heißen C. Und zwar alle und bei fast allen Harfen. Deswegen kann man gut auf einer keltischen Harfe beginnen und wenn man sich später einmal dazu entschließt, auf einer Pedalharfe zu spielen, ist der Umstieg nicht schwer. Und dann gibt es noch die großen Konzertharfen. Die haben auch Pedale. Und wenn du schon einmal in einem Orchesterkonzert warst oder eines im Fernsehen gesehen hast und dir dabei eine Harfe aufgefallen ist, dann war das so eine Konzertharfe. Wenn du Harfe lernen willst und mal selbst ausprobieren möchtest, wie sich das anfühlt, kannst du dich in der Musikschule melden. Ich freue mich auf dich. Mach's gut!